immer Humor und Frohsinn angeboten. Ich selbst habe auch kürzlich an so einem Lehrgang teilnehmen dürfen. Der gesamte Lehrgang hieß Humor im mittleren nichttechnischen Postdienst und fand in Karlsruhe statt. Hauptthema auf diesem Lehrgang war, wie können wir die Schalterabfertigung in der Bundesrepublik Deutschland humorvoll gestalten? Ein kurzes Beispiel. Nehmen wir mal an, irgendjemand betritt die Postschalterhalle und tritt nach Überschreiten der Diskretionsabstandsmarkierung an den Schalter heran. Dann sollte dies immer in humorvoller Art und Weise geschehen. Oder anders gesagt, der Schalterbeamte sagt ja zunächst Guten Morgen oder Guten Tag oder also richtet einen tageszeitlich bedingten Gruß an den Postkunden. Und das ist ganz wichtig, das sollte immer in humorvoller Art und Weise geschehen. Also immer ganz freundlich, also gleich zu Beginn, also sobald der Kunde in den Schalternahbereich eingedrungen ist, sollte losgelächelt werden. Und dann aber auch weiterhin. Also es sollte im günstigsten Fall während des gesamten Bedienungsvorgangs durchgelächelt werden. Das war anfangs etwas gewöhnungsbedürftig. Für beide Seiten. Auch für mich, also als ich frisch vom Lehrgang kam, da war ich zunächst nur so auf dieses Lächeln fixiert. Da habe ich einmal ganz vergessen, den Kunden anzusprechen. Und der guckte dann auch so, also das ging eine ganze Zeit, also das ging überhaupt nicht mehr voran. Aber nach einer gewissen Zeit, einer Eingewöhnung, da beherrscht man dann beides gleichzeitig. Das ist bei uns so in der Hauptpost. Wir haben da so 8 Schalter in einer Reihe. Und wenn man da so dran lang guckt, dann kann man immer genau sehen, wer schon auf Lehrgang war. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Wenn jetzt beispielsweise ein Postkunde mit 50 Trauerbriefdrucksachen an den Schalter kommt, dann sollte man mit dem Lächeln möglichst etwas, also dann sollte man lieber auf einfühlsam ein bis zwei Worte an ihn richten. Also dass man zum Beispiel sagt, also wird schon wieder. Oder Kopf hoch. Irgendwann gibt jeder den Löffel ab, also irgendwann bestimmt.